Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück mal wieder hier in Los Santos im an einem wunderschönen, trockenen, warmen Sommer, Frühling, Sommerabend in Los Santos hier. Und ich bin wieder mit dem Franklin unterwegs und ich habe eine kleine Mod für euch rausgesucht oder für uns oder ich habe eine Mod gefunden oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, was ihr euch da... Nehmt einfach, was ihr wollt. So. Jedenfalls habe ich eine Mod rausgesucht und ja, also ich würde mal sagen... Die verleiht euch so ein bisschen Red Dead Redemption Feeling, ne? Also, ihr fühlt euch schon wie so ein Cowboy, aber nicht so ganz. Ein bisschen wie so ein Hass-4-Cowboy, sag ich mal, ne? Also, ihr habt halt die Möglichkeit, gewisse Dinge zu tun. Und ihr habt halt die Möglichkeit, gewisse Dinge nicht zu tun. Die ihr vielleicht gerne tun würdet. Aber ich will gar nicht lange um den Brei herumreden hier. Wir öffnen einfach mal mit End, also mit der Tastatur End oder Ende auf eurer deutschen Tastatur, falls ihr eine habt. Öffnen wir mal das Mod-Menü, zack. Not in Vehicle or Not Saved Vehicle. Und ja, damit könnt ihr halt eine Kuh, ein Tier, weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Also ob das jetzt ein Reh ist oder sonst was, oder einen Berglöwen spawnen. Und ich würde sagen, wir versuchen es allererst, also es muss ja zu uns passen, ne? Dafür nehme ich dann mal lieber die Kuh, die passt ja für mich eigentlich ganz gut. ich spawn sie mal und ja, die steht jetzt hier. Und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, mit F auf diese Kuh zu steigen und sie zu reiten. Also damit rumzulaufen, nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt, ihr Spackos. Nee, ihr könnt dann mit F, sollte eigentlich funktionieren, F. Oh, es funktioniert ja wirklich. Heilige Scheiße, wir reiten eine Kuh. Wie geil ist das denn? Ich wollte schon immer mal eine Kuh reiten. Alter. Können wir jetzt auch nach vorne gehen? Warum läuft die nicht nach vorne? Was soll der Scheiß? Die ist ja gar nicht zahm. Hä? Achso. Und wie können wir nach vorne gehen? Space... Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Wie läuft man nach vorne? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ach so, das war doch... Oh, scheiße. Das war doch die Force-Mod, die Macht-Mod. Oh Gott. Kuh. Nein. Wir haben die Kuh gekillt. Ich habe die Kuh gekillt. Okay, das, ja gut, das war jetzt aber nicht der ein... Warte mal, braucht man dafür jetzt eine Kuh oder kann man einfach überall jemanden kann man einfach jeden besteigen? Zum Beispiel die Frau hier. Kann ich die besteigen? Wenn ich die besteigen kann, ich flipp aus, ne? Ganz ehrlich. Während hier jemand mit dem Hoverboard vorbeifährt, gibt's auch in einem Mod-Video. Frau, kann ich sie besteigen? Wow, hallo. Was zum Teufel? Was geht denn hier ab? Können wir damit nicht rumreiten? Warum nicht? Ich will damit rumreiten. Also ich... Das sieht halt, wenn wir jetzt auf der Frau hier sitzen. Also wenn wir da... ihr wisst schon. Während wir hier... gucken Sie nicht. Das ist ganz normal. Das machen wir so. Wir sind ein Pärchen. Das ist halt so ein Pärchenbildungsmaßnahme. Wisst ihr? So Teamarbeit. Wisst ihr Bescheid, ne? Das muss so. Also mit Z, was passiert mit Z? Also in der Beschreibung steht halt nur ja, Ausrufezeichen. Ach so. Ja. Wir können damit auch laufen. Mit Z können wir mit der laufen. Hallo. So ein bisschen fröhliches Jogging am Morgen, so ein bisschen mit ein bisschen extremere Anforderungen. Kann man doch mal machen, oder nicht? Ist doch ganz schick. Ja, hier. Hier. Hallo. Wie geht's? Was passiert, wenn wir Leertaste drücken? Springen oder was? Wir drehen uns irgendwie. Ich weiß nicht, was es heißt. Hallo, ich bin Franklin und reite eine Frau. Also nicht pervers gemeint, sondern ganz legitim als mein Reittier. Das hört sich alles scheiße an, ich weiß. Das ist alles bescheuert. Können wir auch wieder absteigen? So, wenn ihr selbst mal Frauen reiten... Also nein, wenn ihr die Mod mal ausprobieren wolltet, dann einfach in die Beschreibung gucken und dann könnt ihr euch die mal runterladen.
Wenn ihr die, also ihr wisst schon, ne? Okay, wir steigen mal wieder ab hier, ne? Wir haben genug geritten jetzt. Ja, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen traurig für dich. Du bist jetzt traurig, war eine schöne Zeit für dich, aber wir brauchen ein neues Reittier. Ich sehe schon wieder die Kommentare, wo die Leute jetzt schreiben, die das jetzt ernst nehmen, dann schreiben so: Du siehst Frauen als Reittier an, ey, was beginnt denn mit dir, du Spasti, du Kachbar? Geh dich umbringen, du Opfer! Hier, so, was können wir denn noch? Soll man Herren reiten? Nee, das ist eher so die Bronze-Version. Da brauchen wir nicht. Nee. Was können wir denn noch mal reiten? Können wir sonst irgendwelche Tiere reiten? Also es gibt Menschen, da gibt es Tiere. Können wir einen Vogel reiten? Können wir einen Briefkasten reiten? Können wir ein Auto reiten? Können wir einen Briefkasten reiten? Briefkasten? Kann ich dich reiten? Nee. Irgendwie nicht. Okay. Können wir das Auto reiten? Na gut, wir steigen dann einfach ins Auto ein, ne? Okay, das wollen wir ja nicht. Warte, bleiben Sie mal hier. Ich hab noch, hier. Stopp! Was passiert denn, wenn wir uns jetzt Waffen kaufen? Warte mal. Wir machen jetzt einen Drive-By mit der Frau hier. So. Dann machen wir den hier. Dann machen wir... Ach, ist schon an. Okay, alles klar. Ach du Scheiße. Wir können nicht schießen. Was machen wir? Ach so. Ich vergesse das immer mit der Macht. Stopp. Stehen geblieben. Hey. Nein. Hey, komm zurück. Ich bin glücklich mit dir. Nee, nix Idiota. Ich bin ganz nett. Okay, dann nehmen wir den hier. Okay, wir müssen wahrscheinlich die Waffe wegpacken. Oh nein, ich will nicht die Macht aktivieren. Ich mache das immer aus Versehen. Sorry. Was ist hier los? Was ist hier wieder los, ey? Heilige Scheiße. Okay, wir gehen mal eben hier vorbei. Tun so, als hätten wir damit nichts zu tun. Also wir haben da nichts damit zu tun. Also ich meine, ist doch alles normal hier. Was habt ihr eigentlich? Chillt mal. Okay, den Herrn hier, den nehmen wir. So. Und. Hallo. Stopp. Nein, ich will nicht in ein Auto. Genau, so muss das sein. So, was passiert, wenn wir jetzt die Macht aktivieren? Wir schweben mit. Wie geil ist das? Oh Mann. Ich wollte mitschweben. Ach, scheiße. Also in Kombination wäre das mega geil gewesen. So als Kombination-Ding, ey. Wäre schon cool. Ey, irgendwie kann ich gerade nicht normal laufen. Irgendwie habe ich gerade das Spiel, glaube ich, kaputt gemacht. Jedenfalls habt ihr gesehen, wir können jetzt... Also man kann halt... Okay, warte, ich probiere das nochmal mit den normalen Tieren. Zack. Kuh haben wir gesehen. Jetzt machen wir das hier. Das Reindeer. Zack, Rudolf. Rudolf? Hallo? Rudolf! Komm! Dann machen wir keinen Scheiß. Ach. Rudolf ist falsch. Warte mal, noch. Wir brauchen einen neuen Rudolf. Da. So. Das ist jetzt keine Rudolf mehr, aber... Rudolfine. So, Waffe weg. Warum können wir da nicht aufsteigen? Was soll der Mist? Was ist das für eine Verarsche? Ah, okay. Ich hab nichts gesagt. Und wenn wir jetzt dann Z drücken, laufen wir. Alter! Go. Das Ding soll mal... Oh Mann, warum läuft das so langsam? Das ist irgendwie low. Warum können wir damit nicht rennen? Was passiert, wenn wir springen? Hä? Was war das denn? Das Ding ist tot? Ja, ganz ehrlich. Ach, wir haben das Ding, man aktiviert mit Leertaste auch die Macht. Ich sollte das
mit verschiedenen Mods gleichzeitig ein bisschen sein lassen. Ja gut, ich würde sagen, dann wäre es das auch wieder gewesen. Also wenn ihr mal irgendwie rumreiten wollt durch Los Santos und ein bisschen Scheiße bauen wollt. Wie gesagt, es klappt sehr gut. Also wie ihr gesehen habt, auch mit der Force-Mod. Es klappt. Also wenn ihr das mal probieren wollt, einfach in die Beschreibung schauen, da ist es direkt verlinkt. Und ja, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Feedback natürlich gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video, falls ihr wollt. Lasst gerne eine Bewertung da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann, Freunde. Tschüssi.